Wir müssen sehr dankbar sein, dass Bundespräsident Horst Köhler diese Initiative ergriffen hat und vor einer Verklärung der DDR gewarnt hat, wie gestern am 10. Juni gegenüber Jugendlichen aus verschiedenen Schulen der Bundesrepublik in Schloss Bellevue. Es ist so, dass die Menschen in der Regel wissen, dass das DDR-Regime ein Unrechtsregime war, mit Stasi, Mauer und SED-Diktatur, aber es ist kein Gegenstand der öffentlichen Debatte oder es ist zumindest zu wenig Gegenstand der öffentlichen Debatte. Und diese Initiative von Bundespräsident Köhler bringt dieses Thema stärker in das Bewusstsein und auch in das Gespräch, in das öffentliche Gespräch. Das ist deshalb wichtig, weil zurzeit auch gewisse Tendenzen, eine gewisse Bewegung sind, dieses Unrecht zu vertuschen oder zumindest nicht darüber zu reden. Und das führt bei manchen Menschen zu einer Verklärung der DDR, die eben diese Situation, diese Sicherheit in gewissen oder diese Scheinsicherheit in materieller Hinsicht eine Sehnsucht danach haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Bundespräsident immer wieder dieses Thema anspricht, damit es auch damit das Unrecht der DDR ein Thema der öffentlichen Diskussion ist. Und der Anlass, der konkrete Anlass, ist besonders erfreulich, weil es sind gerade die Jugendlichen, das heißt diejenigen, die der DDR nicht erlebt haben persönlich, die sich jetzt offenbar stärker für dieses Thema interessieren. Das sind Jugendliche aus der DDR, aber auch aus den alten Bundesländern, und die sich fragen, ja, wie ist denn das? Denn sie spüren ein Vakuum in der öffentlichen Meinung in sich dieses Thema und die stellen sich Fragen und die möchten, dass diese Fragen auch beantwortet werden. Die DVTK unternimmt eine Unterschriftenaktion, die im Wesentlichen daraus besteht, Bundespräsident Köhler zu unterstützen. Das ist ein Appell, keine Verklärung der DDR an Bundespräsident Köhler. Und diese Unterschriftensammlung läuft zurzeit wirklich sehr gut. Wir bekommen sehr viele Zuschriften. Also es gibt Tage, wo wir weit über 100 Unterschriften bekommen. Das ist für einen Tag sehr viel. Man muss bedenken, dass es ja über verschiedene Monate laufen soll. Und die meisten sind natürlich positiv. Es gibt jeden Tag ein paar negative Zuschriften von Personen, die sagen, ja, die materiellen Verhältnisse waren nicht so schlecht oder zumindest gab es eine gewisse Sicherheit. Das ist natürlich ein Phänomen, was man auch kurz nach der Wende auch schon gesehen hat, dass für einen gewissen Anteil der Bevölkerung der ehemaligen DDR dieser gigantische strukturelle Wandel eine große Herausforderung war, und für viele waren diese Herausforderungen schlichtweg nicht gewachsen. Bei diesen Menschen ist natürlich eine gewisse Verbitterung zu spüren. Sie fühlen sich gewissermaßen von der Geschichte verraten und möglicherweise einige davon haben eine gewisse Tendenz, das Unrecht der DDR zu vernachlässigen. Es gibt sehr wenige, aber das sind wirklich sehr wenige, die dann das System an sich verteidigen. Aber das sind wirklich ganz wenige. Und ich habe den Eindruck immer, das sind organisierte Zuschriften, weil man merkt, dass am Stil, dass das ähnliche Texte sind. Das heißt, es sind Leute, die sich abgesprochen haben. Aber die große Mehrheit, ich würde sagen 95% oder vielleicht etwas mehr, sind durchaus positiv. Und deshalb möchten wir diese Aktion weiterführen, weil wir glauben, dass es ein wichtiger Beitrag ist für die stärkere Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit über das Thema eben des DDR-Unrechts.
Es soll nicht bei diesem, bei dieser Unterschriftenaktion bleiben. Wir planen weitere Initiativen. Und vor allen Dingen, weil wir nächstes Jahr das Jahr haben, das 20-jährige Jubiläum des Mauerfalls 2009, also wird, ist ein gutes Jahr, um an diese Dinge, an Stasi und Mauer und so weiter zu erinnern, weil eben vor 20 Jahren die DDR aufgehört, also die Mauer gefallen ist. Und deshalb wollen wir eigentlich diese Gelegenheit ausnutzen, um möglichst viel dieses Thema in der Öffentlichkeit zu behandeln, entweder durch Aktionen oder durch Publikationen oder durch Artikel und so weiter, durch die Medien, die wir zur Verfügung haben. Und ich glaube, das wird uns gut gelingen, denn wir sehen, wie ich schon gesagt hatte, dass durchaus viele Menschen erkennen, dass ein Vergessen des DDR-Unrechts stattfindet und damit verbunden auch eine gewisse Verklärung der DDR zu beobachten ist. Das ist ja auch die Warnung von Bundespräsident Horst Köhler an die Jugendlichen. Und das Wichtige eben ist, dass die Jugendlichen sich Fragen stellen, sie wissen, dass es dieses Unrecht gab, und sie spüren oft, dass man nicht gerne darüber spricht. Und sie aber wollen, dass man ihnen ihre Fragen beantwortet. Und alles diese Stimmung, die möchten wir ausnutzen, die möchten wir als Gelegenheit wahrnehmen, um auch einen Beitrag zu dieser öffentlichen Auseinandersetzung über das SED-Unrechtsregime.